hier geht es im Speziellen um den Wirbelsäulenbereich. Mhm. Es geht darum, dass wenn man Sport treibt, dann erhöht sich die Körpertemperatur und man fängt an zu schwitzen. Und durch die Technologie, die wir hier haben, signalisieren wir schon viel früher, bevor der Körper zu heiß wird, am Gehirn, dass der Körper schwitzen muss, um die Temperatur zu regulieren. Okay. So, das heißt, du kommst gar nicht erst in den kritischen Bereich von der Temperatur her, sondern der Körper fängt schon früher an zu kühlen. Im Prinzip, also dadurch, dass es hier auch dicker genäht ist, wird es hier schneller warm, genau. Und dadurch wird am Körper früher signalisiert, dass man arbeiten muss, dass es kühlen muss und man fängt früher an zu schwitzen und man ist eher in dem Temperaturbereich, wo es nicht kritisch wird, genau. Okay. Und gleichzeitig der Vorteil bei dieser 3D-Struktur, wenn man nicht ganz so aktiv ist, man nicht schwitzt, auch gar nicht, ist so wie ich im Moment, schwitze ich gar nicht, ich habe aber auch sowas unter. Ja. Sieht's hier. Dann sammelt sich in diesen Luftkammern Luft, die von der Körperwärme erwärmt wird und so als Isolator. Isolator. Wird. Das kostet in der Turtleneck-Version nur das Shirt 149 Euro, glaube ich. Okay, 150. Mittlere 100. Passt. Und das kann man ein bisschen besser. Farbe hier innen und außen. Ja, genau. Ja, klar. Das sieht doch anders aus. So sieht das Ganze im Endeffekt aus. Genau. Man sieht hier die Streben, die im Endeffekt auf der Haut aufliegen. Und dazwischen den Freiraum, wo der Schweiß auf der Haut gelassen wird, in gewissem Maße. Und alles, was zu viel ist, das wird natürlich dann runterlaufen und das wird aber frühzeitig von den Streben aufgefangen, von den sogenannten Sweat Traps. Grundsätzlich nennt sich die ganze Technologie 3D One Exfair System. Und hier in der Mitte sehen wir jetzt nochmal die Spezialität der Trick-Technologie. Das ist jetzt nur in dieser Linie quasi drin. Also sind das hier die Sweat Traps? Genau, die schwarzen Balken. Sind die Sweat Traps, die quasi wie eine Pipeline, die nach außen leitet. Das sind gleichzeitig auch Kanäle. Mhm, okay. Man sieht das hier. Ah, das sind, ja. sind die Kanäle, um einfach eine größere Verdunstungsoberfläche zu haben. Das ist das. Wunderbar. Und hier haben wir nochmal die Verstärkung für die Wirbelsäule. Genau, um dann dieses Signal eben auszulösen. Exakt. Okay, früher einzusetzen. Genau. Wird im Endeffekt dem Gehirn ein Stück weit vorgegaukelt, dass der Körper schon überhitzt, weil im Bereich der Wirbelsäule befinden sich sehr viele Wärmerezeptoren des Körpers. Klar. Und da wird es ein bisschen vorgegaukelt, dadurch, dass es eine stärkere Isolierung ist, nimmt der Körper oder die Rezeptoren nehmen es wahr als warm, auch wenn der Körper an sich noch nicht so warm ist, wie er denkt. Und dadurch wird die Schweißproduktion eher angeregt, weil normalerweise fängt der Körper erst an zu schwitzen, wenn man kurz vor Überhitzen ist oder wenn es zu spät ist. Okay. Und dadurch wird das Ganze ein bisschen vorher getriggert. Und also was die Performance dann als Sportler angeht, ist man einfach auch länger in der Lage, eine konstante Leistung zu bringen, weil der Körper nicht automatisch runter. Ja, weil er noch nicht auf das Extremlevel, extreme Auslastungslevel hochgefahren wird, sondern weil er frühzeitig schon die Kühlung einsetzt. Dementsprechend erreicht er gar nicht die 40, das ist jetzt mal eine Zahl in den Raum geworfen. Ja. Man erhitzt ja beim Sport grundsätzlich die hohe Temperatur, die nicht mehr. Spitzen, die man halt erreicht. Weil um eine optimale Performance abliefern zu können, sind 37 Grad nun mal bessere Voraussetzungen. Okay. Das ist im Endeffekt, wir müssen das Ziel, was wir auch mit unseren frischen Technologien erreichen, dass wir das möglichst lange in dem Bereich halten. Mhm. Sehr fein. Macht eine athletische Figur. Definitiv. Ich fühle gleich die letzten drei Massen wie weggezaubert. Ja. Dann finde ich es auch sehr, sehr angenehm für den Sport, weil man einfach gefühlt mehr Spannung im Körper hat. Ein bisschen mehr Spannung und gleichzeitig auch das Shirt eigentlich so, zumindest jetzt im Moment, weil es nochmal ein neuer Eindruck ist, fühlt man es vielleicht ein bisschen. Ja. Aber wenn man nachher aktiv ist, fühlt man das Shirt eigentlich gar nicht mehr, nimmt es gar nicht mehr als Shirt wahr. Das ist auch teilweise ein bisschen das Feedback, dass wir teilweise sagen, oder es wirkt einerseits, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man nichts mehr anhat. Ja. Wenn man jetzt nur das Shirt und die dazu passende Pants tragen würde. Es fühlt sich auch jetzt schon, sage ich mal, sehr, wenn ich mir auch die Bewegung anschaue, da geht alles mit, das ist kein Reiben oder sowas, sondern das geht wirklich mit der Haut eigentlich mehr oder weniger 1:1. Genau.
Das ganze, die ganzen Technologien funktionieren auch nur, wenn sie eng anliegen. Und deswegen haben wir sowieso immer eng anliegende Shirts, die zwangsläufig auch ein Stück weit Kompression haben, manche mehr, manche weniger. Das ist jetzt so ein mittlerer Kompressionsbereich bei uns zumindest. Da gibt es noch. Es gibt noch mehr, das von Effektor zum Beispiel, das grüne da. Das hat sehr viel mehr Kompression. Und was da auch noch das Auszeichnende ist, das außergewöhnlich ist, das sind jetzt nicht die Streben, die Sweatraps, sondern das sind partial, wir nennen es Partialkompression. Da wird die Kompression nur über die Stege aufgetragen, um einfach die normalen Vorteile der Kompression zu haben. Ja. Aber parallel, weil wenn man jetzt vollflächige Kompression auf dem Körper hat, dann hat das Blut, das warme Blut, keine Chance mehr, an die Oberfläche zu kommen oder nah unter die Oberfläche und die Wärme abzugeben. Ja. Und dadurch, dass es jetzt nur über Stege die Kompression aufgetragen wird, ist dazwischen immer noch Platz dass das Blut in die Kapillare kommen kann und die Wärme abgeben kann. Also immer noch die Kühlung. Und das, was die normale Kompression nur bedingt, ist gar nicht relativ schnell einen Hitzestau, vor allem wenn es draußen heiß ist. Ja. Das ist da so ein bisschen. Ich persönlich liebe es, wenn ich laufen gehe oder sowas, bin ich meistens eher gegen Mittag unterwegs, wo es im Sommer ja schon echt ordentlich heiß ist, aber ich mag einfach diese Leistung abrufen unter etwas extremeren Bedingungen, aber dann wäre sowas natürlich optimal für die Art von Sport. Ich spüre jetzt auch schon total, also gerade hier diese lockeren Bereiche, die eben nicht direkt aufliegen auf der Haut, wie zum Beispiel auf der Brust, merkt man sofort einfach. Ist ein ganz anderes Gefühl, weil die meisten anderen Shirts liegen halt einfach komplett auf und saugen sich dann im Schweiß auch so richtig an. Ich würde es jetzt natürlich gerne ausprobieren unter Volllast, lässt sich jetzt nicht machen, aber ich kann mir zumindest vorstellen. Es wird mir auf jeden Fall wohlig warm, sagen wir es mal so. Also zu schwitzen beginne ich nicht. Das ist aufgrund der Technologie, das wäre jetzt in einem anderen Shirt weniger der Fall. Weil einfach dieser Isolationsstreifen ist, der nochmal ein bisschen dicker ist. Und dadurch wird das Gehirn jetzt getriggert, hey, es ist wärmer und gibt dir diese Information, es ist jetzt auch wirklich wärmer und fängt jetzt gegebenenfalls auch ein bisschen eher an zu schwitzen. Oder sollte jetzt gegebenenfalls ein bisschen eher anfangen zu schwitzen, vor allem wenn du jetzt natürlich noch aktiv bist, weil der jetzt laufen kann. Ja. Und gleichzeitig ist aber auch rausgekommen, war das Feedback von dem Wissenschaftler, dass wenn man die Verdunstungsfläche vergrößert, dass sich dementsprechend auch die Kühlung vergrößert. Natürlich, ja. Und daraufhin wurde jetzt hier das 3D-Bank-Sphere-System vergrößert, verdoppelt, twice. Plus es wurde hier die sogenannte Twice-Cool-Zone dazu entwickelt, die mit hydrophilen und hydrophoben Garn arbeitet und den Schweiß im Endeffekt in Bereiche bringt, wo man selber nicht so ganz viel schwitzt. Weil, kennst du selber, wenn du ein Baumwoll-Shirt trägst, sind meistens natürlich, Schweißflächen hier die zwei unter den Achseln und auf dem Rücken. Genau. Und so wurde das Ganze ein bisschen nach außen gebracht, auch so hier, um einfach mehr Kühlfläche zu haben. Mit Y auch wegen der Struktur hier. Das hat mit der Struktur zu tun, genau. So, das war also X-Bionic und hier sieht man nochmal im Abgang den Stand, der so leicht in der Struktur der Klamotten und der Mode gehalten ist, die dort angeboten wurde. Ich habe ein Shirt getestet, das hat sich unglaublich angenehm angefühlt. Leider konnte man jetzt noch nicht wirklich die Thermowirkung testen, dazu hätte es wohl eher einen Höherleistungstest gebraucht. Aber der Tragekomfort war super, das ganze Gewebe ist mit jeder Bewegung mitgegangen, hat sich wirklich sehr locker, sehr leicht angefühlt, so wie man sich das eigentlich als Sportler auch vorstellen will, dass man einfach nicht gestört wird von dem, was man anhat. Preislich ist es natürlich in einem bisschen höheren Niveau. Wir sind da um die 100 bis 150, wenn man zu den Top-Modellen hochgeht. Also da geht es schon eher wirklich um sehr sportliche Anwendungen und viel Sportler. Aber insgesamt ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert, weil man vielleicht den einen oder anderen Cent gerade übrig hat.